Servus Leute und willkommen zurück bei Link's Awakening DX. Ja, beim letzten Mal bin ich genau Richtung Wurmfaller schon gelaufen und habe schon mir einiges geholt, wie den Bogen, die Bomben und die Schaufel. So, jetzt im Wurmfaller schon mal ein paar Sachen holen noch. So, der Kompass. Nun kannst du sehen, wo sich die Endbosse und Truhen befinden. Als weitere Hilfe ein akustisches Signal, der dir die Räume anzeigt, wo es Schlüssel gibt. So, so, geh weg. Geh weg und störe mich nicht. So, und tschüss. Ey, auf den Schalter drauf, hab ich gesagt. So, nochmal einen Schlüssel. Nein, dieser Raum war falsch. Da will ich nicht rein. Komm her, meine Fledermaus. Hickit, Ton. Ja, geh weg, du Wurm. Ja, halt, ich will zuerst die Truhe noch holen. Sind nur 20 Rubine drin. Na toll, hops. So war das eigentlich gar nicht geplant, dass ich jetzt hier runterfall. So. Jetzt brauche ich erstmal meine Bomben und hier eine hinlegen. Dankeschön. Du hast eine Zaubermuschel gefunden. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Ja, etwas sehr Feines. War das hier richtig? Komm mal her. Ich glaube ja. Ja, das war der richtige Weg. Hilfe, 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 Hilfe. Geh weg. Ich will das Götterhorn. Gib mir das Götterhorn her. Dankeschön. Jetzt habe ich hier nur noch der halbe Schaden. Jetzt machen wir den Moonwalk erstmal. Engine, danke. Halt, das waren die Gegner. Hier brauche ich mein Schild. Und tschüss. Da nach oben und Gumbas. Ich bin Hotz. Danke. Ja, wenn man auf dem Gumba drauf hüpft, dann gibt's Herzen. Was ich eh cool finde, Gumbas. Gehören eigentlich zu Mario-Spielen, aber nicht hier. In diesem Zelda gehören sie auch noch dazu. Aber wieso laufe ich eigentlich noch rein? So, unser Dungeon-Item, die Greifenfeder. Erlaubt es hier große Sprünge zu machen. Ja, sehr große. Oh, und damit auch eines der besten Items, finde ich. Mit der, das eigentlich bei mir Standard ausgerüstet ist. So, und hab, und hab. Nach oben. Na, die Gegend können wir lassen. Dich auch hier rüber. Und wieder zurück. So. Ich, au. So. Geh weg, geh weg. Einmal eine Runde warten. Dankeschön für diesen Schlüssel. Nach oben. So, dann hier rein und hier rüber. Auf das Tor. Und endlich mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Ja, wunderbar. Das habe ich eigentlich jetzt auch gesucht. Hier unter und gestorben. Na komm her. Danke. Oh, das hat das hätte ich gar nicht gebraucht. Richten. So, gestorben. Hau. Was gibt hier oben? Ach nee, das war jetzt ein Terror, den brauche ich nicht unbedingt. Why do you nicht springen? Danke. Und den Zwischenboss hier, oder was für ein Endboss? Nein, das war der Zwischenboss. Boah. Na komm, schieb. Zwischen Training von dem. Und hep. Damit bist du down. Aber gib mir wenigstens noch die Fee. Dankeschön. Nein, ich will nicht ins Tor. Da würde ich wahrscheinlich eh wieder schlafen. Dankeschön.
Hab zum Zwischenboss und zwar bzz, bzz, Klautz. Nein, das war klar. Ich sagte ja, ich komme eh gleich wieder von da. Denn dieser Boss hat es mir so angetan, so aufladen und rein. Bzz, bzz, raus. Nein, nicht schon wieder. Ach nö, warum immer? Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn echt nicht so. Hi. Und auf ein neues. Komm, eine Wirbelattacke noch. Toll. Es hätte nur einmal gefehlt noch und nein, ich fall runter. Der blöde Riesenwurm, der tut mir immer an. Ja, ja, hi. Warum falle ich schon von Anfang an runter? Dung, dung, dung. Finde ich doch toll. Wegen einem Gegner so lange gebrauchen, so. Und hi, Würmchen. Nein! Wieso bin ich nicht weggesprungen? Na toll. Oh, ich habe nur noch ein Herz, fällt mir gerade auf. Ganz, ganz schlecht. Jetzt muss ich aufpassen. Hi. Ja, ich muss aufpassen, habe ich gesagt. Nein, ich bin gestorben am ersten Endboss. Egal. Ab in das Portal. Hi. Na komm schon. Bin wieder da. Auf ein neues mit dir. Na komm. Danke. Tatsächlich ist gleich von auf Anhieb geklappt. Gib mir meinen ersten Hauptcontainer. Boah, der Ton hat gerade voll umgespackt. Und damit das erste Musikinstrument. Du hast die Muschel-Eich, Muschel-Geige erhalten. Jetzt wollte ich schon sagen Muschel-Eiche, aber irgendwie war das falsch. Ein wunderschöner Ton. Sumpf, sag mir, wo die Blumen blühen. Das ist ein Musikinstrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es findest. Dieses Instrument und sieben andere haben die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst sie alle sieben finden. Und ich habe dir die Aufgaben, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden. Da war doch noch was. Ach ja. Na gut. Oh. Vor lauter Huschen und weg vom Mikrofon huschen war dann doch keine gute Idee. Da laufe ich. Nein, 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 nein. Och toll. Na komm. Glauben. So. Jetzt kann ich wenigstens durchlaufen. Hey Duda, es ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine ganze Gruppe von Moblins. Miblons. Moblins. Dann sie sind zu dem Haus. Ja, das Haus von Struppi und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Finde besser es selber heraus, was geschehen ist. Hätte ich jetzt auch gemacht, weil das war ja keine Auskunft. Also, irgendwas ist im Dorf passiert. Hier war mal Struppi. Der Hund. Der Kettenhund. Hi. Kreis! Es ist entsetzlich. Sie haben meinen Struppi entführt. Sie, die Moblins. Warum hilft denn keiner meinen kleinen Struppi? Oh. Also, wir wissen nun, wo wir hin müssen. Wir müssen Struppi finden. Aber zuerst mal Richtung Norden. Wie uns ja die Eule es schon gesagt hat, wir müssen ja Richtung Norden gehen. Und da würde ich jetzt auch ganz schnell hingehen. Meine, ja, oh,
Dankeschön. Toll. Tom gestorben. So. Ja. Hauptteil Nummer 2. Boah, der Ton, der macht mir ganz komische Dinge. Wo war denn das? Nein, das war schon mal nicht der richtige Weg. Oh, das sieht doch schon viel besser aus. Ja, das sieht viel besser aus. Und ich würde sagen, bevor ich hier reingehe, warte ich erstmal und mache hier wieder einen Cut. Denn im nächsten Part wollen wir Struppi retten und uns diese Höhle hier anschauen. Ich kann euch eins versichern. Der Part danach, der dritte Part, werden wir schon im zweiten Dungeon sein. Also wer sich darauf freuen wird, kein Problem, ich freue mich schon riesig. Also Leute, ich hoffe, euch hat es mir wieder gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also Leute, macht's gut, bis dann und tschaußen.